ich diesen Satz hasse. Der hier jedes Mal gerade genannt wird. Ich will Besuch. Ich will Besuch. Muss ich jetzt einfach zurück? Was ist mit dem Raum, ne? Ja. Das hört sich schon nach Freunde an. Monorail anfordern. Schlappt die Dicks nicht mehr ganz richtig. Es kommt wieder irgendein Dialog oder so, das würde jetzt ganz gut passen. Das ist irgendwie ein bisschen... Nein. Nervig. Ja. Ekelhaften Viecher, ihr seid doch da. Ihr kommt doch eh gleich hier irgendwo wieder her. Bla bla bla. Nichts. Habe ich Energieknoten? Einen. Aber, wofür soll ich den benutzen? Ich habe eigentlich nur noch das Stase-Pack. Sonst ist hier ja... Ja, okay, die Luftzufuhr. Hier. Haben wir 20 Sekunden mehr, dann meckert der das nächste Mal auch nicht so rum. Ich krieg keine Luft. Bitte hilf mir! Was ist denn hier drin? Oh, VIP-Sicherheitsdeck. Ja, der rote Teppich. Infidel. Ungläubige. Sie müssen alle sterben. Alle miteinander. Ja, Zutritt nur für Klasse 1 Personal. Nee. Ich gehöre nicht zur Klasse 1. Wer hat das wieder aufgestellt? Nicht nett. Jo. Wieder mal sind wir endlich mal beim Shop. Und verkaufen. Und wofür jetzt eigentlich? Eigentlich kann ich nur noch das Stase-Pack wirklich Ripper. Industriesäge mit Fernsteuerung, Energiekanone, Chinese-Booster. Aha. Okay. Ja. Dann gehen wir jetzt nochmal eben nach oben. Zur Werkbank. Und verbessern unsere Stase. Stase. Weil das ist für uns jetzt gerade eigentlich auch sehr nützlich. Bla.
Bla, bop, bop. Wir müssen eh alles voll machen. Energie. So, dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. 5 weitere Energieknoten, dann sind wir damit fertig. Dann brauchen wir, glaube ich, noch 1 für Chinese. Glaube ich. Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir wieder. Ja. Warum so laut? Ich hab dich doch schon längst umgebracht. Das ist verschlossen. Macht mir das einer auf? Nein, ich kann's ja selbst. Wunderbar. Klick, klack. Ist das Aufzug? Ah, wie viele Aufzüge es hier gibt. Das ist ja schlimm. Wirklich. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen... Ihr Narren, das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hört ihr nicht auf sie? Kommen sie zurück! Kommen sie zurück! In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden... Ah, bla bla bla. Ständiges Gelaber und Gelaber von irgend so religiösen Fanatikern. Ah, ich liebe solches Geschwafel. Gottes Werk, Gottes Tod, bla ja. Einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden alles, woran wir glaubten, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit und ihr Tod ist nur die erste Phase. Und wenn wir dieser Transformation abschrecken, bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen... Ihr Narren, das ist es, worauf wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hören Sie nicht auf sie. Kommen Sie zurück. Boah, der soll die Fresse halten. Kommen Sie zurück. In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören Sie nicht auf zu glauben. Boah, halt die Backen. Das ist... Boah. Ist keine Tragödie. Noch eins. Es ist Gottes Werk. Es ist um einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet. Und aha. Das kann man bewegen. Wer ist da? Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Kann man da noch weiterhin? Das scheint mir ja fast so. Würde mich aber nicht wundern, wenn da auch noch ein paar Gegner kommen würden. Kleines Schieberätselchen. Boah.
Wow. Diese Lache. Die war ja schon krass. Aber dass sie sich so den Kopf weggeballert hat, das war... Puh. Das war geil. Ah. Hier sollte man sogar hin. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. Ah, unser Freund ist wieder da. Ich habe ihn fast schon vermisst. Ich wusste, dass man den nicht los ist. Aber zu dumm, um da durchzukommen, wa? So. Ich hab keinen Bock auf den. Aber der kommt hier gleich bestimmt auch durch. Muss ich so zurück? Achso, jetzt heißt es eigentlich nur überleben, oder? Jo, das ist ein super Plan. Ausgezeichnete Arbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den VIP-Bereich. Die Tür ist offen. Beeilen Sie sich. Isaac, du solltest Dr. Kyle mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Der Mann ist total irre. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Das ist mir so egal. Ich bin unter Umständen um einiges gewalttätiger als er.
blub, 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 blub. Ach, was wäre es schön, wenn das Kapitel bald beendet wäre. Aber das ist es natürlich nicht. Ja. Ich gehe nochmal fix speichern. Na. So. Und dann beende ich auch wieder diesen Part. Und dann geht's demnächst in den VIP-Bereich. Jetzt dürfen wir da ja endlich rein. Yeah.